Ja, moin, sind Sie herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier von mir, vom Alex. Es gibt ein neues Discord Game. Was ich euch näher bringe heute, ist es Starfare. Ein Spiel, wo ich noch nichts drüber weiß, wirklich nicht. Musik, Volume. Runter, genau. Okay, back. Play Tutorial machen wir erstmal. Gut. Lass mich nochmal auf uns einwirken. Aha. Okay, also ich kann jetzt irgendwie hier mal komplett was durchlesen. Ja. Construction Progress. Also ich kann jetzt hier irgendwas bauen. It's me again. Yep. Alright. Yep. Alright. Alright. Yep. Yep. Alright. Yep. Kann ich da jetzt auch yep. Die Angriffsbefehle? Alright. Alright, alright. It's me again! You got it! You got it! Yep. It's me again! Okay, also ich kann jetzt hier, ich muss jetzt erstmal raffen alles. Irgendwas machen mit Starfare, wirklich, das ist wirklich Starfare yep. Gemeint. Alright. Alright. Yep, yep. Alright. Also kann man hier. Alright, 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 alright. Alright. Bestimmt, dass hier irgendwie was alright. Glauben soll. Alright. Alright, alright, alright. Yep. Alright, alright. Das ist jetzt aber auch nicht yep. Irgendwie was. Alright, alright. Mich zu begeistert hier. Power. Das kann ich jetzt auch nicht irgendwie noch bewegen. Yep. All right. It's me again. You got it. 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 Ich flieg das jetzt einfach mal dahin. Yep. A terramine console. It's me again. Ach so, jetzt kapier ich das. Das Sinn, weil hier schon da steht, dass da irgendwie, dass das Silizium ist hier und das ist Radon und man hat die alle hier, um da Minen drauf zu bauen. Also das muss man erstmal raffen. Denn die bauen jetzt dieses Silizium und Zeug ab und das erzeugt dann Strom. Und mit dem Strom weiß ich nicht, was man da machen kann. Man kann yep. Ja updaten. Alright, alright, yep, yep. Alright. Alright, dem hier kann alright. Man jetzt wohl alright. Erkunden. Alright, alright, alright. Gut. Alright. Also das ist alright. Ein Erkunder hier oder sowas, was das sein soll. Und ich kann ja dann immer mehr davon bauen, oder? Und könnte dann hier. Hier wird jetzt das Silizium abgebaut und irgendwann ist das ja alle. Yep. Alright. It's me again. You got it. You got it.
Okay, man kann anscheinend nicht zwei auf einen bauen. Gets me again. Gets me again. Got him. Gets me again. Yep. Gut, also in meiner Zeit haben wir jetzt irgendwie Strom. Das ist Powerplant. Ich hab das jetzt alles schon. Und die kostet was, die Powerplant. Und erzeugt. Was auch immer. Provide 6 Energy. Gut, also auf jeden Fall geht es hier in dem ganzen Spiel irgendwie um Rohstoffe im Weltall. Gets me again. Gets me again again. Und. Gets me again. You got it. You got it. You got it. You got it. Gets me again. You got it. You got it. You got it. Gets me again. You got it. Dann Rohstoffe abbauen. Yep. Alright. Richtig all right. Geil. Und das hier ist yep. Irgendwie yep. Nur yep. Alright. Okay. Gut. Das ist jetzt, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Menü. Continue. Ja, gut. Exit to campaign, gut. Back. Und jetzt spielen wir mal ein Custom Game. Mit irgendeinem Start Game. Okay. Und jetzt bauen wir hier einfach mal irgendwas und gucken uns das mal an, was das so sagt. Ist jetzt nicht so richtig meine Begeisterung, was das Spiel angeht, ne? Es hat so einen Charakter von solchen Spielen hier, wo man sonst nur hier der Oberbabo ist und alles macht oben und dann macht man alles ausgeführt. Über irgendwelchen Kriegsspielen, bei Stronghold oder sowas. Wo man halt Befehle gibt und sowas. Und hier halt so einen Überblick hat und dann das Ganze steuert. Schön ist es ja in dem Sinne gemacht. Also auszusetzen hätte ich in dem Sinne eigentlich nichts. Die Grafik ist jetzt nicht mehr die beste, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so schlecht, ne? Yep, alright. Alright. Der hier erweitert jetzt das Gebiet nochmal. Alright, 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 alright. Er findet dann Asteroiden. Alright, 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 alright. Alright, alright, alright. Alright, alright. Alright. Doch nicht so richtig was. Yep, alright. It's me again. Und jetzt kann man hier noch weiteres. Was ist ein Repair? Was? Ja, alles super. So, Palette hier. Und was kann das Ding jetzt? Noch kann das Ding überhaupt nichts. Yep. Got it, you got it, it's me again. It's me again, you got it. You got it, you got it, you got it, you got it, got it. It's me again, it's me again. You got it, you got it, you got it. Oh, wir haben keine Power mehr. You got it. You got it. Denn das Ding braucht irgendwie Power. So. You got it. 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 Ich dachte, you got it. Got it. You 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 got it. Got it. You got it. You got it. Ja auch ganz einfach hier. Nee, geht nicht.
Also man braucht irgendwelche großen Asteroiden. Ja, gut. Ihr merkt die Begeisterung auf meiner Seite. Ich habe euch im Tutorial ungefähr gezeigt, was das hier für so ein Spiel ist. Begeistert bin ich nicht, es soll ja auch nur so eine kleine Sache sein. Also das Skirmish has ended. Aha. Gut. Ich mache nochmal zurück, weil es jetzt nicht gerade so berauschend war und ich euch noch weiter nicht damit langweilen will. Die ganzen Spiele hier von Desura sind ja dazu gedacht, einen Einblick zu geben. Ich suche die auch nicht jetzt so raus, was gefällt mir nicht, sondern ich lade einfach irgendwas runter, zeige euch das Spiel dann und zeige euch ganz neutral, ohne Voreingenommenheit. Bei manchen Spielen, gut, habe ich schon mal gespielt manchmal, aber bei den meisten bin ich wirklich unvoreingenommen, um euch wirklich zu zeigen, ist das nun jetzt was? Kommt das jetzt auf den ersten Blick gut an oder nicht? Und hier haben wir jetzt halt so einen Fall, wo es halt nicht so ist. Das passiert auch, aber deswegen mache ich ja diese Let's Plays hier, um euch zu zeigen, das Spiel ist jetzt nicht so der Burner, das geht voll Kanne. Und das war es eigentlich soweit von mir wieder mit Starfare. Wieder eine D-Empfehlung. Mal schauen, bis zum nächsten. Euer Alex. Ciao, ciao.